Seit 3 Jahren saugt Petzold an Matratzen. Zuvor war er für diverse andere Produkte unterwegs. Allerdings nicht ganz so erfolgreich. Davor habe ich mit Alu auch im Vertrieb gearbeitet, auch selbstständig. Und da war ich auch recht erfolgreich. Warum haben Sie damit aufgehört? Weil man das nicht mehr vermitteln hat können, weil das Aloe kaputt gemacht worden ist. Und zwar, jeder hat Aloe Vera angeboten und in die Kosmetik, in der Seifenmittel und alles Mögliche. Und das funktioniert nicht. Eine Meinung, die Dietmar Reichle sicher nicht teilt. Frühstücksbrötchen holt der gelernte Konditor aus Tuttlingen nur noch standesgemäß. Der 52-Jährige ist seit 4 Jahren Millionär. Sein Vermögen hat er im Direktvertrieb gemacht. Saft in gelben Fläschchen ist sein Topseller. Den vertreibt Reichle indes nicht allein. Unzählige Partner überweisen jeden Tag Provisionen. Strukturvertrieb nennt man das. Da hat jemand für 168 Euro eingekauft, habe ich 6% dann, sind 10,09 Euro. Also ist jetzt nicht die Menge, oder? Da an manchen hat man 13%, an manchen hat man dann nur 2%, wie hier zum Beispiel von 120, 2,60 Euro. Aber dann zum Schluss kommt halt doch eine etwas größere Zahl dann irgendwann mal raus. Ne? Und die liegt halt so im Einkommensbereich. Ich sage, das habe ich früher im halben Jahr verdient. Ne? Was jetzt heute so im Monat draufsteht, so meine 40.000 Euro. Hase, ich bin wieder da. Seit 2001 macht der Schwabe in Kakteensaft. Davor war er auch mal pleite. Bis er eines Tages auf die vor allem finanzielle Wunderwirkung der gelben Flasche aufmerksam wurde. Danke. Ich war es immer gewohnt, ein großes Teil zu verkaufen, sag jetzt mal, was weiß ich, ein Gerät von mir aus für 100.000 Euro, eine Maschine, dass da viel Geld verdient wird, war klar. Aber dass man mit so kleinpreisigen Produkten eigentlich so ein Riesengeschäft aufbaut, das war mir eigentlich nicht bewusst damals. Rund 500.000 Euro spülen die Umsätze des Saftes Jahr für Jahr in Reichles Kassen. Das war mein erster Weihnachtsgeldcheck hier, 49.000. Ja. Es ging ja aber relativ zügig, wenn Sie sagen, es geht flott. 2001, hätte ich gedacht, dass das funktioniert? Nee, hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber ich bin ein Mensch, der, wenn er was macht, macht das richtig und dann kann ich fürchterlich Gas geben. Und ja, da komme ich dann auch nicht mehr zum Schlafen. Da will ich gar nicht mehr schlafen, ne? So. Erfolg macht süchtig und diese Sucht möchte Reichle gerne teilen. Auf dem Plan des Direktvertriebsprofis steht heute der Besuch diverser Teammitglieder. Es gilt, die Einkommensquellen zu pflegen. In unserem Vertrieb gibt es jetzt auch die Möglichkeit, eine Struktur aufzubauen. Sprich, an der Struktur auch mit zu partizipieren, an dem Team, was man im Prinzip aufbaut. Und da liegt eigentlich der Reiz drin, weil ganz ehrlich, ich könnte natürlich nie selbst an Endkunden so viele Produkte verkaufen, dass ich mir das alles leisten könnte, wie wir heute leben. Also. Eine Kiste Lippenstifte will Reichle als sogenannte Verkaufsförderer an diesem Tag auf einer Verbrauchermesse verteilen lassen. Umsonst, versteht sich. Denn derartige Zuwendungen zahlen sich offenbar aus. Wenn wir heute in Urlaub gehen, läuft unser Geschäft trotzdem weiter, weil die Leute ja trotzdem die Produkte verkaufen. Und ja, auch der Eigenverbrauch spielt eine große Rolle. Ich meine, haben Sie allein mal 100.000 Vertriebspartner, die sich tagtäglich selber die Zähne putzen oder die Haare waschen? Da sind ja morgens schon mal 20 Tuben Zahncreme verkauft, ohne dass ich den Finger krumm mache. Das ist der Reiz da dran. Zufrieden wäre Direktvertriebsmillionär Dietmar Reichle mit so einer Ausbeute nie. Dass sein Beruf in der breiten Masse ein Imageproblem hat, lässt ihn kalt. Also das ist ja kein Geldspiel oder irgendwas, um Himmels Willen. Wir kriegen unsere Provisionen für verkaufte Produkte und wir helfen unseren Vertriebspartnern, ihr Geschäft aufzubauen. Ja. Und wenn man eben mal 1.000 Leute hat, die im Monat für 500 Euro Produkte verkaufen an zufriedene Endkunden, die gerne nachbestellen, dann hat man einfach ein sauberes Geschäft. Und dann ist auch kein Geschmäckle da. Also das ist, ja, das sind viele Vorurteile von Menschen, die halt keine Ahnung haben. Ankunft bei der Verbrauchermesse. Hier kommt auch Reichle wieder in direkten Kundenkontakt. Eine Herausforderung für den 52-Jährigen. Brauchen wir nur die Kiste? Ja. Nur die Kiste, ne? Also Verkauf steht jetzt hier nicht im Vordergrund bei uns, auf der Messe direkt. Aber das muss man können, oder? Ja klar, ich meine, wir zeigen es unseren Leuten halt, wie es geht, oder? Ist eine gute Trainingseinheit, so Kundengespräche auf der Messe. Weil einfach die Neuen, das kriegen das einfach mit. Ne? So, laufen wir mal zum Stand, weil das Zeug ist schwer. Im bayerischen Kelheim hat Vertriebsmillionär Dietmar Reichle Stress. Die Verkaufsschau eines neuen Partners steht an.
Wir sind alle aufgeregt. Das ist klar. Ich meine, wenn man sich sowas vornimmt und sowas dann in Action bringt, dann will man ja auch, dass es gut ist und dass es funktioniert. Und da tun wir auch alles dafür. Eine Direktvertriebsparty auf dem Donauschiff. Das verspricht Umsatz. Was aber ganz wichtig ist, jetzt ist, dass ihr uns die Leute vorstellt, die auch geschäftlich interessant sind. Dass du mir die Leute auch so vorstellst, dass du sagst, hoff, das ist der Herr Müller. Der Herr Müller ist, was weiß ich, bei der Firma so und so, ist da im Verkauf tätig. Dann merke ich schon aus deinem Gespräch, das ist einer, der eventuell interessant ist für uns als Multiplikator. Wenn wir einen heute Abend finden, einen guten, der wiederum Multiplikator ist, hat sich das Ganze gelohnt. Ja, weil Long-Term-Business, du musst es auf lange Sicht sehen. Wir machen nicht von heute auf morgen unser Geschäft, sondern auf langfristige Zeit. Und ja, in diesem Sinne. Aber High Five, mein Freund. Paul! Genau, jetzt geht's los. Gell? Okay. Immer. Hallo, ihr seid gut miteinander. Recht herzlich willkommen. Ihr dürft das Schiff betreten. Kommt rein. Reichle und sein Partner haben heute gleich zwei Ziele. Möglichst viele Menschen zum Kauf zu überreden und neue Verkäufer anwerben. Dietmar Reichle ist zuversichtlich, zumal das Boot einen entscheidenden Vorteil hat. Niemand kann fliehen. Ich bin überrascht, also begeistert. Also das hätte gar nicht aufgehört. Das ist ja unglaublich, was hier Leute reinströmen. Toll, also bis jetzt super. Also wir haben es ja zum ersten Mal auf so einem Schiff. Normal machen wir es in der Wohnung und da kommen die so über den Tag verteilt. So, da mal einer, so über den ganzen Tag. Aber hier haben wir halt jetzt einen Zeitpunkt, wo alles kommt. Und das ist ein Novum, also so habe ich es jetzt auch noch nicht gehabt. Aber er wollte unbedingt aufs Schiff. Das Schiff liegt ab. 3 Stunden haben Dietmar Reichle und sein niederbayerischer Kollege jetzt Zeit, die Menschen zu überzeugen. Also meine Damen und Herren, es geht los. Das Schiff hat abgelegt. Herzlich willkommen, liebe Gäste, zu unserer Geschäftsgründung, Geschäftseröffnungsfeier. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Jetzt werden wir euch dann noch ein bisschen die Produkte präsentieren und das Geschäft ein bisschen präsentieren. Und da freue ich mich ganz herzlich drüber. Das macht bei uns der Herr Dietmar und Christel und Herr Dietmar Reichle. Dietmar, ich würde euch bitten, kommt einfach hervor und schreibt mich selber vor. Zeit für Reichles Verkaufszaubertrick. Dann stellen Sie sich einfach mal vor, das ist Ihr Körper, die Zellen sind gesund, die Zellen sind sauber. Oder ein Kind kommt gesund zur Welt in der Regel, ja. Und jetzt geht's los. Es werden erste Farbstoffe zu sich genommen. Man trinkt, isst Gummibärchen mit Farbstoffen, hoppla. Und was weiß ich, man schmiert sich irgendwelche Cremes auf die Haut mit Konservierungsstoffen. Und was wir hier haben, ist Jod. Und jetzt zeige ich Ihnen einfach mal, was passiert, wenn man einen Schluck Aloe Vera trinkt. Also beziehungsweise, wenn man Aloe Vera trinkt. Das nun folgende Experiment macht eigentlich keinen Sinn. Sieht aber toll aus und beeindruckt die Massen. Was man jetzt hier sieht, sind diese Faserstoffe der Pflanze. Diese Fasern der Aloe, die schwimmen da drin rum. Die binden einfach Giftstoffe, Schadstoffe. Und wenn Sie eine Weile Aloe Vera trinken, werden Sie eins ganz einfach spüren. Sie fühlen sich einfach besser. Das ist es. Wenn ich dem Körper jeden Tag was Gesundes gibt, dann reagiert er halt auch in einer positiven Art und Weise. So. Na, da sind 30 Euro pro Liter Saft ja fast geschenkt. Die Gäste greifen zu. Doch Reichle will mehr. Wir müssen jetzt den zweiten Schritt schaffen. Wir haben jetzt mit Davini und Günther ganz einfach mal in erster Linie den Endkundenstamm helfen aufbauen und das trainiert. Und da sind sie mittlerweile beim Umsatz von, ich sage jetzt mal, 2.000? Ja, ganz oft gar nicht mehr. Ja, 2.000-3.000 Euro im Monat. Das heißt, da ist natürlich auch was verdient. Ja, schon mal als nebenbei, als zweites Standbein. Der zweite Punkt, der jetzt kommt, ist daraufhin ein Team aufzubauen. Also sprich jetzt Leute zu filtern, die Duplikatoren sind und die selber wiederum ihren Kundenstamm aufbauen, ihr eigenes Team. Und da müssen die zwei jetzt mit unterstützen. Und da kommen auch meine Frau nicht dazu. Also darum machen wir nächste Woche jetzt die Geschäftspräsentation. Das heißt, ab da lohnt sich dann auch. Ab dann wird es sich richtig lohnen, weil dann kommen natürlich auch Schecks. Und die Frage ist, was kann das sein? Ich meine, ich kann nur sagen, was es bei mir nach einem Jahr war. Aber ich habe es hauptberuflich begonnen. Bei mir war es nach einem Jahr damals in D-Mark bei 20.000 Mark.